picks up, looks up. Hier mitten im Ghetto sozusagen, was heißt Ghetto, in meiner Hood in Neustadt, und ich wollte euch sagen, ihr werdet sehr viel Spaß haben bei der ersten Sendung der Elbcoast Television Action, und im ersten Bericht geht es darum, dass die Breakdancer, sozusagen die B-Boys von Elbcoast, die Köster Stiftung besucht haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind hier bei der Köster Stiftung und heute trifft Urbana Lifestyle, das bedeutet Breakdance, auf Altersheim. Bin mal gespannt, wie das läuft, und ich warte hier auch gerade auf die Jungs, mal sehen, wann die auftauchen. Und wir haben eine coole Show vorbereitet und ich bin gespannt, wie das ankommen wird. Ach, da kommen sie auch schon. Hey! Ja, alles klar? Bitte, ja. Und, seid ihr fit? Natürlich, immer. Okay. Geht's? Alles klar? Und? Habt ihr alle Sachen dabei und so weiter? Okay. Seid ihr denn bereit, das Altersheim einmal richtig eine Bombe reinzuwerfen? Natürlich. Auf jeden Fall. Ja, seid ihr bereit? Okay. Heiß wie Feuer. Habt ihr auch gut trainiert? Die ganze letzte Woche, ne? Okay. Und wie seht ihr diesem Auftritt entgegen? Ich denke mal, es wird ein richtig schön cooler, gechillter Auftritt. Okay. Die Leute hier werden sich echt gut freuen, dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ruhiger zur Zeit. Ja. Und dann werden wir mal den Laden ein bisschen aufmischen. Ne? Party machen. Ja, hoffen wir mal. Ich würde mal sagen, Elbcoast. Burned. Yeah. Von der Elbküste für die Elbküste. Ja, hallo, wir befinden uns hier auf dem Festgelände der Köster Stiftung. Und da haben wir den Herrn Detjen, der das Ganze organisiert und uns auch eingeladen hat. Und an den hatten wir ein paar Fragen, und zwar, Herr Detjen, wie kommen Sie denn darauf, jetzt Breakdance in so eine Atmosphäre mit reinzubringen? Ja, wir hatten ja einfach am Stadtteilfest hier in der Nachbarschaft schon Sie gesehen. Und da hatte ich festgestellt, dass die Senioren eigentlich auch sehr viel Interesse hatten an Breakdance. Und so bin ich auf die Idee gekommen. Und jetzt haben wir ein bisschen was anderes mal so als Auflockerung für Sie. Ist ja angekündigt für 17 Uhr. Wo ist Metin? Metin schon im Hintergrund. Ich gebe einfach ab an Metin, weil Metin ist der Chef, kann man sagen? Ja. Also nicht unbedingt Chef, ich bin Choreograf und versuche die Jungs einfach mal ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. In the midst of smoke, death becomes any nigga that takes me for a joke. We hit a $5 stick, now we putting in work. Unaccountable amounts of dirt, death becomes all niggas. Anybody killer, you know what the deal is. Nigga, you know what the real is. I see is. Some off-brand niggas on the corner flagging me down, singing your dad, what's up with the pal? Is that nigga Snoop alright? Hey yo, what's up with the crew? Is them niggas in jail or is the niggas through? I said if you ain't up on things, Snoop Dogg is the name, dog pound the gang. It's like this, they don't understand. It's an everyday thing to gangbang. Make that switch, don't be a bitch, let these niggas know. What's up with you, I represent the pound of death row. And can't no other motherfucker in LA alone beat your Compton and watch EDOGs. Nah, you can't come and you can't run and you can't see long to the G's of the game. One gun is all that we need to put.
put you to rest. Put two slugs dead in your chest. Now you dead, then the motherfucker creeping. Well, no, no, I'm taking a blast in the drive. Okay.